Hallo und so, und schön, dass du dabei bist. Wir spielen eine Runde Superkraft. Ja, gestern bin ich leider ein bisschen arg spät aufgestanden. Also, 15 Uhr. Oh, lol, ich verhungere. Ja, ich habe einen Chicken. Zum Glück muss ich da nicht weiter hungern. Aber trotzdem immer noch viel zu wenig essen. Ich glaube, ich habe doch ein bisschen zu weit weggebaut. Der Chunk wird anscheinend mich nicht wirklich geladen, wenn ich weg bin. Oh, endlich mal ein paar Hühner wenigstens. So, dann automatisieren wir das wahrscheinlich auch demnächst, sonst wird hier die ganze Kiste vollgeflutet und doof. Ich glaube, das machen wir sogar in dieser Folge am besten. Das will ich jetzt noch nicht durchschmelzen. Vielleicht brauchen wir das. Ich habe es gerne manchmal für Deko benutzt. Was brauchen wir? Oh, ich brauche Strings. Natürlich brauche ich Strings dafür. Aber was auch sonst? Man braucht für alles Strings. Ich meine, wir können uns welche leihen. Vielleicht auch komplett nehmen und nie wieder zurückgeben, aber... Der wird sie nicht vermissen, oder? Komm schon. Wird er nicht. Passt Trinks, 2. Vielleicht auch 4. Oder 5. Ich will noch eine Angel bauen. Aber hier, er hat es doch schon so schön für uns geöffnet. So ein schönes Tor. Es lädt richtig ein, bei dem mal kurz Trinks zu nehmen. Wer auch immer hier wohnt. Bitte? Ja, danke, tschüss. Wir sehen uns nie wieder. Ich hätte echt gern mal mehr Essen. Das ist echt. Vielleicht stelle ich mich mal demnächst AFK hin. Ich frage mich, ob man das darf. Aber es ist halt echt nur, weil der Chunk sonst nie geladen wird, wenn jemand online kommt. Würde ich mich halt schon mal gern AFK hinstellen, meine Hühnerfarm ein bisschen laufen lassen. Wenn innerhalb von 2 Tagen 16. Nee, sieht 23 Eier zusammenkommen, dann ist irgendwas komisch. Also das bedeutet einfach nur, dass der Chunk halt wahrscheinlich nicht geladen wurde. Und das ist ein bisschen scheiße, weil so kriege ich nie Essen. So, bauen wir jetzt den Bogen und dann können wir auch den Dispenser bauen und dann rollt es. Ich brauche noch einen Redstone. So, vielleicht auch 48. Vielleicht sollte ich erst den Bogen bauen und dann weitermachen. Zack, zack, zack. Die Strings. Perfekt. Bogen hier, glaube ich. Dann so und so. Dann haben wir den Dispenser. Perfekt. Ich glaube, ich mache das einfach noch tiefer. Weil keine Lust, irgendwas jetzt umzubauen. So, da kommen Eier. Da kommt der Dispenser. Das muss natürlich weg. Und das muss da rein. Hätte ich jetzt nicht machen. Ups. Hätte ich jetzt nicht machen müssen, weil aus irgendeinem Grund Hopper das auch so abgeben, aber egal. Aber ich will meine Tastatur wieder nicht so laut knacken lassen. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie leiser kriege. Mein Handy brummt auch noch im Hintergrund. Ist doch super alles, oder? Ist wie immer eigentlich. Ich brauche Lava. Es sollte aber ein kleineres Problem werden, hoffentlich. Ich meine, wir haben ja unten in der Höhle auf jeden Fall welche. Und vielleicht gibt es hier sogar in der Nähe welche. Bauen wir das jetzt? Ich vergesse es immer wieder, ich glaube. Ah, ich müsste eigentlich noch Slabs haben. Genau. Ich glaube, hier musste das hin. Ich hoffe, es brennt nicht ab. Und dann... Ich glaube, das muss halt zu, so. Hier will ich Glas hin haben. Dann hier so. Und dann mache ich hier die Kiste hin. Dann ein bisschen direkt die Doppelkiste. Brauche ich aber noch einen Hopper. Die Pilze sind schön gewachsen. Super. Bringt mir halt noch gar nichts, weil ich keinen roten Pilz habe. Aber dann vielleicht mal wenigstens für die Zukunft schon mal ein bisschen voraussagend. Oder vor... Keine Ahnung, ich habe das Wort dafür vergessen. Genau, ein Hopper. Also einfach nur ein Holz. Zack. Und perfekt. Und oh, da haben wir alles predicted. Alles schön vorgedacht. Und jetzt muss ich halt trotzdem immer was abreißen. Kann man nicht vermeiden, oder? Es sei denn, ich grab mich da jetzt komplett rum, aber das ist ja ein bisschen arg aufwendig dann. So. Und dann so. Meine Tastatur klingt halt echt grauenhaft.
Als ich mir die geholt habe, habe ich mir halt eher darauf, habe ich erstmal drauf geachtet, dass die. Also meine alte Tastatur, da konnte ich drei Tasten gleichzeitig drücken. Und das war halt ein bisschen doof zu Minecraft spielen. Jetzt kann ich anscheinend unendlich viele Tasten gleichzeitig drücken und dafür ist die halt scheiße laut, aber meine letzte war auch ziemlich laut. Ich muss mal halt gucken, ob ich was finde, was beides kann, aber. Vielleicht finde ich auch eine Möglichkeit, wie ich die hier leiser kriege. Ich glaube, wir brauchen nochmal eine Kiste. Das Gold ist durchgeschmolzen, wunderbar. Holen wir das auch mal raus. 26 Gold ist nicht die Welt, aber es ist auch. Ich meine, wofür brauchen wir es denn jemals? Da muss ich halt noch eine Redstone-Struktur ranmachen. Ich will auch. Das muss ich schnell machen, aber ich brauche halt erst die Lava. Wenn ich da jetzt was vorsitze, dann ist doof. Ich weiß halt nicht, haben wir hier vielleicht irgendwo schon in der Nähe Lava? Ich will nicht da runter und wieder hochlaufen. Render Distance ist beschränkt auf irgendwie 8 oder so, super. Ja, ist beschränkt auf 8. Nein, die haben den Serverstandard beibehalten. Jetzt kann ich nicht weit genug gucken, um zu gucken, ob da irgendwas ist. Aber ich kann mal wieder sprinten. Auch was wert. Ich glaube, Minecraft PvP mit der 1.9 oder 1.10 weiterführenden Version wird gar nicht so schrecklich. Es wird halt nur anders. Aber das war auch das Drama, als eine 1.8, die 1.7 Block-Hit-Animation entfernt wurde. Und ich dachte mir so. Hä? Und? Ich fand die Block-Hit-Scheiße eh kacke. No skill. Man hat einfach beide Tasten gleichzeitig gedrückt und es war einfach nur lauter, aber jeder hat es gemacht. Und dadurch, dass es entfernt wurde, konnte es nicht mehr jeder machen. Bis dann sich so ein paar Leute dachten, wir könnten noch mal eine Mod dafür machen. Dann wird es wieder richtig unfair, geil. Eigentlich war es, glaube ich, gar nicht unfair, sondern, ja. Es war halt einfach da. Also die Animation hat eigentlich nichts gebracht, würde ich behaupten. Überhaupt nicht immer noch. Okay, wir müssen wohl runtergehen. Will jetzt auch nicht hier 10 Jahre überall rumlaufen. Ich will eigentlich gar nicht irgendwie rumlaufen. Ich will einfach nur in diesem Haus stehen und die Sachen fertig bauen. So, die Ressourcen sollen zugeflogen kommen. Wahrscheinlich auch der Grund, warum ich damals Creative World gestartet habe. Lava? Leckere Lava? Nein, nur eine Fackel. Mann, ich brauche Lava, keine Fackeln. Ich glaube, von hier kamen wir ein. Oh, da könnte auch schon Lava sein. Ja, zumindest. Oh. Einfach ein bisschen vorsichtig an der Lava sein. Und dann passiert ja auch. Oh Gott. Kriege ich die? Nee. Ich mache das lieber ganz sicher, auch wenn ich Eisenrüstung habe. So richtig Lava ab. Oh, ja, genau. So richtig Lava abweisen ist die jetzt nicht. Wie scheiße das sein muss, wenn man so in echt einfach mit einer Eisenrüstung an einem Lavasee stehen würde. Also, erstes Mal mit einer Eisenrüstung an einem Lavasee, wenn man allein in der Nähe von dem ist, wird man wahrscheinlich schon komplett verbrennen. Aber wenn man. Wir nehmen mal an, es ist einfach nur warm. Also, die Lava ist nicht. Keine Ahnung, wie viele 1000 Grad heißt. Nehmen wir das mal an. Das muss doch richtig scheiße sein. Dann wird man so richtig gegrillt. In so einer Eisenrüstung, oder? Was meint ihr, Leute? Schreibt's in die Kommentare. Ja, okay, nicht. Aber sinnvolle Fragen fallen mir halt auch nicht ein. So, haben wir die Lava und dann können wir jetzt hier endlich mal weitermachen. Muss nur schnell genug sein. Habe ich auch nichts falsch gebaut. Muss ich noch irgendwas bauen? Ich glaube, ich setze hier erstmal einen Block hin. Und dann. Also ich glaube, der Punkt ist nicht ganz so klug gewesen, wo ich mir das jetzt ausgesucht hatte, hinzusetzen. Ja, aber egal. Also dann können wir das hier auch wieder zubauen. Und ja, bauen wir vielleicht nochmal eine Treppe runter. Können wir das hier nehmen?
meine Cobblesteine setzen und dann noch die hier nehmen und dann brauchen wir nicht mehr was Neues. Warum haben sich denn hier so viele Blumen vor meinem Haus angesammelt? So eine Scheiße. Und daran liegen, dass wir in einem Flower-Biom sind, oder? Wie heißt denn das? Flower Forest. Blumenwald. Cool. Ups, das war nicht die Treppe. Nee. Ich brauche einen Block, wo man da noch durchdrücken kann. Egal, dann bauen wir das anders. Dann bauen wir das hier auf. Gehen hier runter und dann kann man hier hochgehen. Krass. Dann bauen wir es direkt schön. Zack. Perfekt. Mehr oder weniger. Das sieht so richtig schön aus wie so ein Treppenabgang. Zumindest. Ja, es sieht eigentlich ganz cool aus. Doch. Kann man so lassen. Gut. Ich weiß nicht, ob der Pilz nicht noch mehr Dunkelheit braucht, aber ist mir jetzt auch mal egal. Und ja, ich muss jetzt erstmal noch die Redstone-Konstruktion. Ja gut. Wir müssen ein paar Steine erstmal durchschmelzen. Ich glaube, dann schmelzen wir direkt den ganzen Stack durch. Sonst ist nicht worthy, sozusagen. Wir haben noch kein... Okay, wen wundert es, dass wir jetzt noch kein Essen haben. Noch läuft das ja nicht. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Redstone-Torches, ein paar. Ungefähr. Und, ja, Steine halt, ne? Normales Redstone ist ja logisch, eine Redstone-Schattung. Ich glaube, wir brauchen 5. Ich glaube, wir brauchen wirklich genau 5. Ich werde schon mal, aber das geht gar nicht mehr so gut wie damals. Da kam kein Hühnchen raus. Ich glaube, das kann dann noch rauslaufen, muss ich ehrlich sagen. Deshalb einfach mal zumachen. Hier auch, einfach mal zumachen. Und ich habe irgendwie das Bedürfnis, dahinter ein Aquarium zu bauen. Mache ich vielleicht auch irgendwann nochmal. Wird da so ein Aquarium hintergesetzt. Also, Minecraft-Aquarium ist halt nichts, was richtig krass sieht richtig wie ein Aquarium ausmäßiges, sondern es ist halt einfach Wasser in Glas und vielleicht noch irgendwelche komischen Pflanzen drin und irgendein komisches Redstone-System wieder, aber egal. Passt. Ich glaube, das reicht schon. Eins, zwei. Zack. Redstone-Repeater. Ich glaube, wir brauchen hier 3 Blöcke. Ich weiß es aber nicht alles. Ich glaube, wir brauchen sogar 4 Blöcke. So. Und dann kommen hier die 2 Dudes hin. Zack, 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 zack. Und dann hier einen raus. Und dann bauen wir einfach das mal frei. Mit der Spitzhacke natürlich. Ja. GG. Ist nicht so, als würde ich... Ah, ich habe die in eine Richtung gesetzt. Ich glaube, man kann ihn nur auf 2 Ticks stellen. Ja. Ich höre noch... Ich höre nichts. Warum? Scheiße, ich habe vergessen, F3T zu... Ihr habt jetzt die ganze Zeit keine Sounds. Na, dann werde ich die Musik in der Zeit einfach ein bisschen lauter haben. Und das ist ein bisschen arg laut. So, mein Mikro hat nämlich gerade noch rumgespackt. Und ich glaube, da habe ich vergessen, halt einfach nochmal F3T zu drücken. Naja. Hätte mir aber... Ich glaube, ich fand es einfach so schön entspannt, dass ich diesen Regen nicht hören musste, dass ich halt nicht bemerkt habe. So. Ich glaube, die Hake behalten immer. Tja. Jetzt habe ich... Ich will aber auch jetzt nicht gucken. Ich weiß nicht, bei welcher Minute sie sind. Vielleicht streame ich auch den nächsten Mal wieder. Weiß ich noch nicht. Vielleicht halt auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht, wir bauen hier einfach mal ein bisschen am Haus weiter. Wir haben eh nichts Besseres zu tun gerade. Also ich wollte das schon 4 Blöcke haben, weil das hier soll jetzt ein sehr hoher Raum werden auf jeden Fall. Oh, und hier wird auch weiter gebaut, das heißt hier wird auch jeden Fall noch in diese Richtung ausgebaut. Ich denke nur, dass wir den Teil hier, also ab hier, alles nochmal eine Stufe runtersetzen. Das heißt hier kommen dann Slabs hin. Ich kann das ja schon mal so ein bisschen andeuten. Bisschen abbauen und dann
Kommen hier so Slabs hin? Das geht dann hier natürlich runter und hier wollte ich dann wahrscheinlich auch in diesem Durchgang so ein paar Erze benutzen. Brauchen also noch Silk Touch. Aber das kommt dann alles, denke ich mal, mit der Zeit. Wir müssten jetzt auch entscheiden, welche Decke slash oben natürlich Boden wir nehmen. Oder wir nehmen halt einfach hier nur diesen Raum und bauen oben drüber gar nichts. Würde natürlich auch gehen. Dann müsste ich halt nur den Eingang stark verändern. Und hier, ich glaube, das lassen wir sogar so. Also wir nehmen den hier wieder weg. Und dann geht das hier so. Das sieht irgendwie scheiße aus. Gut gemacht. Also nehmen wir irgendwie so. Ich würde den schon gern lassen, diesen Balken. Wenn er weg ist, wie sieht das aus? Das sieht schon besser aus. Und hier kommt dann noch Holzchen vielleicht. Also wir werden mal sehen, wie das... man kann ja alles noch umbauen, einfach so. Ich weiß nicht. Also entweder baue ich das jetzt komplett so mit den Slabs hier oben weiter. Brauche ich halt mehr Holz. Ich glaube, das machen wir jetzt noch so ein bisschen der Rest der Folge. Ich weiß zwar nicht, wie lange die Folge noch geht, aber egal. Und ja, nehme ich vielleicht gleich noch irgendwie Jump League auf oder vielleicht auch gar nichts. Kommt drauf an. Mein Handy brummt einfach fröhlich weiter. So, haben wir auch alles Holz hier? Dann, ich denke mal, das sollte schon reichen für die Decke, muss ich sagen. Das sind 40 Holz. Zack, zack. Also wir brauchen halt gar nicht. So, 16, 11, Quatsch, 16, 24. 24 sollten reichen. Und... Ja, das reicht. Das reicht. Und dann können wir hier noch ein bisschen das hier vervollständigen. Vielleicht baue ich hier auch mal wieder mit Glowstone was. Das heißt mal wieder, ich baue nicht viel mit Glowstone natürlich. Und hier, wo? Ich glaube, das sieht sogar ziemlich geil aus. Wenn wir noch Glasbeins übrig, können wir das mal ausprobieren. Ja. Und da habe ich mein Oldstück ausgesperrt. Vielleicht bauen wir das auch komplett eins größer. Es gibt auch bestimmt hier so... Ah ja, die ging anders. Die ging erst so. Brauche ich natürlich zwei von. Und... dann so. Kann das Handy mal aufhören zu brummen? Warum schalte ich das denn nicht aus, ich Hurensohn? Ach Mann. Keine Ahnung, ob das Gras bleiben soll. Wahrscheinlich nicht. Probably not. Und das hier wird wahrscheinlich noch in die Richtung weitergemacht. Also hinter der Kiste dann hier noch ein Stück rein vielleicht oder so. Vielleicht bleibt es auch Stein, vielleicht mache ich das hier aus Quarz. Ich guck mal. Vielleicht kommt hier auch eine Redstone-Tür rein. Nee, ich glaube, das ist das Unwahrscheinlichste. Ja, das Getilge geht mir so langsam auf den Sack, deshalb... Das war's nicht. Blocks. Nein, doch. Aber dann hört man das Getilge auch nicht mehr. Und ja, ich denke mal, wir beenden hier die Folge. Ich mache noch einen Screenshot. Für das Thumbnail. Hier seht ihr das Thumbnail. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!